Ich hab für das alles einen Affen. Ich nehme auch nicht wirklich selber auf. Eigentlich lieg ich gerade irgendwo in Hawaii an einem Strand und trinke einen schönen Cocktail. Das macht alles ein Affe hier für mich. Ich habe ihm meine Stimme geliehen. Ich habe jedes Wort, das es gibt, aufgenommen und auf so ein Soundboard gepackt. Und der Affe drückt jetzt nur noch Knöpfe und spielt das alles nacheinander ab, damit es sich so anhört, als würde ich jetzt gerade sprechen. DH Games. Wow, such games. Bam, 7000 verdient. Oh, minus 13, wat? Wat? Wieso? Warum? Ach so, nee, ich verstehe schon. Weil wir weniger, der Bestand ist aufgebraucht. Vorher hatten wir noch 13 im Bestand im letzten Monat, also haben wir die 13 auch verkauft. Jetzt ist der Bestand allerdings leer, also haben wir auch 13 weniger verkauft. 41, müssen wir erstmal hinterherkommen. Wer will eingestellt werden? 237! Kommt herein! Kommt herein und lasst euch zu Tode arbeiten! 78 neue Forscher können wir auch gebrauchen. Dass wir die Forschung wieder so langsam in Gang bekommen. 42 hier und 42 da. Und beim nächsten Mal können wir das wieder erhöhen. Das sind doch nur noch 3 Monate jetzt. Sehr schön! Unser Pharao-Werk, ist das noch aktuell? Gut, gut, gut. Naja, gut. Ist noch gut. Gut, gut, gut. Ist noch gut. Gut, gut. Das ist gut. Zwar, oh Gott, jetzt können wir ordentlich hier. Dö. Ordentlich. Können wir ordentlich? Ich hoffe, wir können ordentlich. Ich glaube, wir können ordentlich. Ich denke, wir können ordentlich. Was meint ihr? Können wir ordentlich? Ich denke, wir können ordentlich. Wir werden sehen, ob wir ordentlich können. Ja, doch, ich glaube, wir können tatsächlich ordentlich. Gut, das heißt, Moment, wie viel verkaufen Europa und Ozeanien jetzt? 5? Tatsächlich 5. Das heißt, wir müssen ein mehr nach Ozeanien liefern und ein mehr nach Europa. 2 mehr nach Europa. 3 mehr nach Europa. Was laber ich denn? 3 mehr, senden wir 4 mehr nach Europa und 2 mehr nach Ozeanien. Uranien, ganz genau. Nach Uranien, ja. Wo war es schon? Ozeanien 2 mehr und Europa 4 mehr. Verkaufen wir, senden wir nach beiden, in beide Länder 6 rein und sehen, wie es läuft. Hoffentlich verkaufen wir die dann auch alle. Heißt natürlich, dass wir jetzt 5 weniger Fahrzeuge wieder hier haben. Das heißt, die Nachfrage Nordamerikas 41. Wir produzieren 41, also müssen wir jetzt eigentlich 46 produzieren, um der Nachfrage nachzukommen. Scheinen wir aber alles hinzubekommen. Wie hoch können wir gehen? 48 vielleicht? Haut 48 hin? Ich glaube, wir können noch höher gehen. Ich glaube, 49 haut hin. 49 sollte hinhauen. Mehr oder weniger glatt. 20, 15, 15, 20 können wir tatsächlich noch auf 50 gehen. 50... 50, 50 haut. Was habe ich getan? Wieso 51? 50. Und 50. Perfekt. Gut. Da soll man einen Haufen mehr Kohle mitmachen jetzt. Wir erfüllen auf jeden Fall die Nachfrage. Schön. Sehr schön. Und sobald wir die Motorhaube erforscht haben, können wir dann auch wieder eine neue Karosserie bauen. Und dann vielleicht auch ein neues Auto rausbringen. Stellen wir vielleicht die Produktion von dem Klomobil ein. Es wird zwar jetzt häufiger verkauft, die Verkaufszahlen scheinen anzusteigen, aber es verkauft sich nicht sonderlich viel trotzdem. Ich meine, 3 Autos, das ist wirklich nicht viel. Oh, jemand hat uns geschlagen hier, was soll das denn? Verdammt nochmal. Deswegen haben wir letztes Mal auch nicht meist Verkaufte gewonnen. Shit. Ja gut, sehen wir, was beim nächsten Monat abgeht. 11.000 verloren, wie schön. Warum? Ach shit, jetzt sind die ganzen Gehälter wieder drin, ne? Shit, das war nicht eingeplant. Ozeanien haben wir eins weniger verkauft. Und jetzt haben wir die ganzen Autos darüber verschifft. Habe ich es wieder übertrieben. Eins weniger in Europa, 2 weniger nach Ozeanien. Europa, 1 weniger, 2 weniger in Ozeanien. Und in Nordamerika,
verkaufen wir nur noch 39. Na, schön. Toll. Ganz toll. Na gut, lassen wir es mit der Produktion erstmal dann so. Das sollte eigentlich ganz gut klappen. Das können wir noch einen Monat weiterlaufen lassen. Dann müssen wir hier auch wieder einen mehr produzieren. Oder wir ersetzen die Produktion. Mal sehen. Mal sehen. Das heißt, jetzt für den Moment könnten wir hier eigentlich noch mehr produzieren. Machen wir das ruhig. Das heißt, wir brauchen 20 wieder mal. 20, 16. Wir brauchen 16 Arbeiter. Gott, seht euch an, wie viele hier arbeiten wollen auf einmal. 16 Arbeiter und dann können wir das Gehalt wieder senken. Dann aber genug Arbeiter, dann müssen wir nicht mehr so attraktiv sein. Was wollen die Arbeiter dagegen machen? Ist ja nicht so, als könnten sie einfach wieder gehen. Das geht nicht. Vertrag auf Leben haben wir hier auf Lebenszeit. Einmal, wenn ihr hier einmal arbeitet, könnt ihr nie wieder gehen. Ihr werdet hier angekettet und wenn ihr versucht zu gehen, dann haut euch der Elefant mit seinem Rüssel. Und dann werdet ihr euch zweimal überlegen, ob ihr nochmal versucht wegzulaufen. Ja, ja. Ganz genau. 7 Arbeiter. Ach so, weil wir hier Stufe 2 haben. Stimmt ja. Brauchen wir weniger Arbeiter. Na gut, können wir 7 wieder entlassen. Auf Wiedersehen. Ciao. Forscher. Nehmen wir ruhig die Forscher, die wir hier noch bekommen können. Dann haben wir 166 Forscher. Gehen wir hier auf 80 und hier auf 86. So. Dauert das alles noch einen Monat und Forscher haben wir für jetzt, für den Moment eigentlich auch wieder genug. Das heißt, hier senken wir dann auch nochmal die Löhne gehörig. Damit wir hier nicht mehr so viel Geld verlieren. Senken wir das an die untere Grenze. 111 ist in Ordnung. Gut, weiter geht's. 925 geworden. Ach, wie schön. Das ist doch mal ein Einkommen. Wo verlieren wir noch so viel Geld? Ich meine, Zinsen für Kredite ist natürlich heftig. Da verlieren wir ordentlich. Werbung ist nicht der Rede wert eigentlich. Logistik, Gehälter immer noch. Gehälter der Arbeiter sind trotzdem noch 39.000. Materialkosten sind auch nicht ohne. Wir haben 3 mehr in Nordamerika verkauft. Und die Forschung ist natürlich abgeschlossen. Schloffen, ganz genau. Abgeschlossen. 41 geliefert. Aber wir haben nur 39 Bestellungen. Aber wir haben alles verkauft, was wir auch produziert haben. Das heißt, vielleicht können wir noch ein bisschen mehr produzieren sogar. Na, will doch wer bei mir arbeiten? 4 Leute, ach so. Na gut, lassen wir das. Oder sollten wir die Produktion steigern? Ich meine, sonst verdienen wir auch nicht mehr Geld, nicht? Also, vielleicht sollten wir. Vielleicht. Da 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 da. La da 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 da. Wir sind wieder meistverkaufte Autos. Das ist schön. Mal, mal sehen. Vielleicht geht die Anzahl der Bestellungen noch hoch. Mal gucken. So, das haben wir jedenfalls fertig erforscht. Und hier ist alles noch gut. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich darauf konzentrieren, eine neue Karosserie vielleicht zu entwickeln. Gut. Die werden wir vielleicht noch nicht direkt in ein neues Auto einbauen, aber aber wir können es dann später auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Das heißt, wir könnten es eigentlich in ein neues Auto einbauen, oder? Ich meine, wir haben das Geld. Rein theoretisch könnte man ein neues Auto entwickeln und dafür dann die Rostlaube hier, das Klomobil 95 könnten wir rausschmeißen. Wie viel kostet es nochmal, das hier wieder neu einzurichten? Ich glaube irgendwie 20.000 oder was. Das heißt, 2, 4, 6, 80.000 dafür. Ja, doch. Ich glaube, das können wir uns leisten. Vielleicht sollten wir es tun. Sicher, entwickeln wir ein neues Auto. Okay. Also, fangen wir mit der Karosserie an. Neue Karosserie. Karosserie. Vielleicht entwickeln wir einfach ein neues Pink Fluffy Unicorn. Sicher, ich meine, komm schon. Was sich so bewährt hat, dann sollten wir das doch auch einfach weiterentwickeln. Das Pink Fluffy Unicorn ist jetzt unsere Marke. Es ist jetzt einfach so, dass das Fahrzeug, das wir so verkaufen. Es passt nichts mehr hin.
2, so. Wir bekommen Probleme, wenn wir das 10. bauen. Dann bauen wir halt kein 10. Wir bauen jetzt 9 davon. 9 verschiedene Pink Fluffy Unicorns und dann nie wieder eins. Dann bauen wir das Green Fluffy Unicorn vielleicht oder so. Wer weiß. Steht noch in den Sternen. Was tue ich hier? Sicher, entwickeln. So, das heißt, wir können jetzt... Windschutzscheibe haben wir schon. Wir können jetzt eine Motorhaube anbringen. Das heißt, der Motor ist dann nicht mehr hier hinten. 4 ganze Sitze hätten wir damit sogar vielleicht sogar. Sogar. Türen auch und immer noch die Vollgummireifen. Das heißt, jetzt müssen wir das Ding eigentlich gar nicht mehr so fett machen. Wie viele Sitze wollen wir haben in unserem Pink Fluffy Unicorn? Vielleicht wollen wir draußen einen Sportwagen machen. Ich denke, das wäre eigentlich nicht schlecht. Ein schöner Sportwagen. Das heißt, vielleicht nicht unbedingt 4 Sitze. Ah, wir brauchen schon 4 Sitze. Das Pink Fluffy Unicorn 2 wird ein Sportwagen. Das habe ich jetzt entschieden. Also, machen wir das ganze Ding einfach ein... Ja. Ich habe den Smart erfunden. Hey. Pink Fluffy Smart. Ist auch nicht schlecht. Ich meine... Sicher, warum nicht? Warum nicht? Machen wir das so. Dafür können wir den Motor ordentlich fett machen. So. Sicher, seht euch das an. Den Motor können wir so richtig fett machen. Oh, 7000. Oh, da können wir doch einen schönen neuen Motor entwickeln. Wir sind Marktführer in PS-Zahlen. Die größten PS, die höchsten PS überhaupt. Wollen wir das? Das sieht doof aus. Das sieht sehr doof aus. Lieber irgendwie so vielleicht, aber das ist auch wieder zu eckig, oder? So ein bisschen abgerundet vielleicht? Ich glaube, das ist nicht schlecht. Oder ganz eckig, könnten wir auch machen. Könnte es auch ganz eckig machen. Was ist das denn hier? Was? Unser Auto hat ein Loch. Passiert das, wenn wir das so komisch biegen, oder was? Oh ja, na ja, gut, vielleicht sollten wir es dann nicht ganz eckig machen. Machen wir es so. Oh Gott, seht euch das an. 8900 CCM, 8900 Hubraum. Hulu Hubraum. Das ist mal was. Oh Gott. Nein, die Reifen müssen schon etwas größer sein. Das sieht sonst etwas zu bekloppt aus. Selbst für meine Standards. Das ist doch schön. Ist das Ding ein schönes Auto? Kann das Rad noch weiter nach hinten? Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Was sieht nicht komisch aus an diesem Auto? Oh Gott, was habe ich jetzt getan? Ich reiß schon wieder Löcher in das Auto. Was? Was war das denn? Okay, das schließt er dann automatisch, oder was? Ja, so ist gut. Können wir das hier noch höher machen, kleiner machen? Sicher doch. Fantastisch. Nein. Nein, irgendwo habe ich dann auch meine Grenzen. So sieht das schon ganz gut aus eigentlich. Ein Dach fehlt noch, aber ich glaube, das Dach kommt erst später. So. Das ist doch super. Seht euch das an. So ein schönes Auto. Vielleicht das hier alles noch so ein bisschen runter. Das ist doch mal ein schöner Sportwagen hier. Der erste Sportwagen, der überhaupt jemals produziert wurde. Das Pink Fluffy Unicorn 2. Vielleicht nennen wir es auch irgendwas anderes. Ich weiß nicht. Pink Fast Unicorn oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Warum nicht? Warum nicht? Das erste Auto war Fluffy, das Auto ist Fast. Das passt alles. Passt schon. Pink Fluffy Unicorn 2. Die Karosserie heißt immer Pink Fluffy Unicorn, aber das Auto heißt dann Fast, vielleicht. Vielleicht, wer weiß, ich nicht. Ich sicherlich nicht. Ist nicht so, als würde ich das alles hier entwickeln. Ist nicht so. Es macht ein Affe für mich. Der tippt hier auch gerade. Ich hab für das alles einen Affen. Ich nehme auch nicht wirklich selber auf. Eigentlich lieg ich gerade irgendwo in Hawaii an einem Strand und trinke einen schönen Cocktail. Es macht alles einen Affe hier für mich. Ich habe ihm meine Stimme geliehen. Ich habe jedes Wort, das es gibt, aufgenommen und auf so ein Soundboard gepackt. Und der Affe drückt jetzt nur noch Knöpfe und spielt das alles nacheinander ab, damit es sich so anhört, als würde ich jetzt gerade sprechen. Ist das nicht fantastisch? Absolut fantastisch, denke ich.
70,5 PS. Seht euch das an. Das ist doch zum Hinknien, zum Anbeten ist das. 70,5 PS. Wir werden so viel davon verkaufen. Wir werden der absolute, unangefochtene Marktführer in Motoren. Sowas von. Ach du Kacke. Autosong. Es ist der Autosong. Es ist das Ende dieses Videos. Rechts und links stehen ein Haufen Links. Die könnt ihr anklicken, wenn ihr das wollt. Oder ihr lasst sein. Oh, Outro-Song. Es ist der Outro-Song. Oh, Outro-Song. Es ist der Outro-Song. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann klickt doch abonnieren oder fave oder like oder lasst doch noch einen Kommentar da. Das wäre verdammt geil von euch. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann klickt doch abonnieren oder fave oder like oder lasst doch noch einen Kommentar da. Das wäre verdammt geil von euch. Es ist das Ende. Alles wird vorbei. Schluss und aus. Hier kommt nichts mehr. Geh weg. Es ist das Ende. Wir sehen uns.